Ihr habt unsere Geweihte gehört. Der Rettungstrupp ist nicht mehr vonnöten. Also träumt euch! Auf bald. Armer Rufus. Es bekümmert mich, dass es keine Rettung mehr für ihn gab. Wenigstens uns konntet ihr noch zur rechten Zeit erreichen. Hesinde mit euch. Genug gesäumt. Nottel, wir haben noch viel zu tun. Auf nach Ferdak. Und schwupp wechseln sie. So, gut. Ja. Das haben wir dann auch abgeschlossen. Ich nehme die Sache in die Hand. So. Hier lag nichts mehr rum. Doch. Moment, der Echsenmann. Ein Stab. Wir haben nicht genug Magiekunde, um die Geheimnisse zu lüften. Ich versuche mein Bestes. Folgt mir. Bei ihr könnten wir vielleicht dann Magiekunde leveln. Wenn wir alles bei einem machen, dann kriegen wir Probleme. So, dann rück mal den Stab raus. Gib den mal ihr. Zweihandwaffe, Talentstäbe. Okay, gut. Das hat jetzt geklappt mit dem Identifizieren. Wunderbar! So, okay. Jetzt haben wir noch diesen, ja. Diese Krabbe und... Ja. Unterwegs. Diese Gruft. Dann nehmen wir uns jetzt mal die Gruft vor. Unterwegs. Und danach gehen wir zur Krabbe. Ja. Der Nase. Und danach werde ich wohl den PC auch wieder an den Chris abtreten. Gut. So, also habt ihr mich hier eingeschlossen. Und was geschieht nun? Wollt ihr mich auf Geheiß eures Auftraggebers töten? Oder handelt ihr nach eigenem Gutdünken? Weder noch. Ich habe noch erbitterten Kampf mit einem Nekromanten und seinen untoten Gefolge diesen Schlüssel erbeutet. Ein Nekromant steckte hinter all dem und ich hatte schon befürchtet. Aber lassen wir das. Wenigstens kenne ich jetzt den Grund für meine Gefangenschaft und die untoten Schwämme wird nun verebben. Verzeiht, aber was hattet ihr denn befürchtet? Gewisse Bürden können nur von einem selbst getragen werden. Danken wir Boron, dass die Dinge nicht schlimmer gekommen sind. Nun muss ich schleunigst zurück zum Dorf und nach dem Rechten schauen. Hoffentlich sind die Verluste nicht allzu groß. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Büttel Schäffler ist mit härtester Hand gegen die Untotenplage vorgegangen. Er hat alle die befallenen Schienen hingerichtet. Die befallenen Schienen? Was meint ihr damit? Nun ja, er hätte beinahe einen verirrten Reisenden hingerichtet, den er fälschlicherweise für untot hielt. Ich konnte ihn im letzten Moment davon abbringen. Allerdings ist er mir seitdem alles andere als wohlgesonnen. Dieser Narr, wer weiß, wozu er noch imstande ist. Ich muss unbedingt zurück, um Schlimmeres zu ver...
hindern. Mein Hund ist gerade gestorben. Bevor ihr geht, zwar hatte dieser Nekromant den Auftrag erteilt, euch einsperren zu lassen, doch ausgeführt habe ihn zwei Grabräuber. Ihre Namen sind Trastein und Kiesel. Seid ihr sicher, dass die bei allen waren? Jupp. Nekromant hat ihn mit dem Tode gedroht. Um die kümmere ich mich später, also rasch zum Dorf. Sie haben geschworen, aufzuhören mit der Räuberei. Hier, nehmt es. So eine ehrliche Seele wie die eure trifft man selten. In diesem Landstrich an. Ich werde den Schmuck zurückbringen, auf bald. Ich kann euch begleiten, wenn ihr wünscht. Wir sollen sie später in der Turmruine besuchen. Alles klar. Okay. Und da haben wir das dann auch gelöst. Ja, der Nase nach. So, und dann schauen wir uns hier noch um. Hier gibt es ja noch den einen oder anderen unterwegs. Sarg zu öffnen. Das hat sie wahrscheinlich tunlichst unterlassen, weil sie nicht mit irgendwas in Probleme geraten wollte. So. Also natürlich wieder stuckenvoll hier. Gehen wir mal bisschen was ab hier. So. Jetzt werden auch noch auf. Was gibt's hier noch so? Ist hier überhaupt noch irgendwas? Einen eitrigen Krötenschemel gibt's hier noch. Und das war's. Was mir gerade so aufgefallen ist, es gibt ja immer diese Gewinnspiele auf den Cola-Flaschen. Ich habe das noch nie gemacht. Chris Seufzer Cola ohne Ende, aber ich habe noch nie diese Codes eingegeben. Aber man kann da leider auch nicht 10.000 Euro gewinnen, sondern irgendwie nur einen Fußball. Also ich werde das gleich mal machen, mal gucken, ob wir einen Fußball gewinnen. Ich weiß doch nicht, was ich mit dem dann anfangen würde, aber naja, machen wir es doch einfach mal. So, dann kümmern wir uns jetzt erneut um diese Krabbe und danach um die Einwohner. Ich hoffe ja, dass dann die Dame dazwischen geht, die wir jetzt befreit haben. Ansonsten wäre das nämlich tödlich ausgegangen für die Dorfbewohner. Bleib doch mal stehen, Mensch. Renn doch nicht immer zu dem Gegner hin. So. Ich nehme die Sache in die Hand. Gut, dann sehen wir auch schon wieder gesünder aus. Speichern. BZW, da vorne ist irgendwie noch was zum Einsammeln. Auf der Insel. Aber eigentlich haben wir soweit alles eingesammelt. Eine Pflanze schadet dann auch nicht, wenn wir die jetzt missen, oder? Das ist, glaube ich, darüber. Gehen wir da noch schnell hin. Und sammeln die Pflanze noch schnell ein. Wenn das hier ist. Nein. Hier ist es natürlich nicht. Wie konnte ich das auch nur erwarten? Ist das überhaupt für eine Pflanze? Sehe ich nicht bis hier.
habt ihr allen Ernstes? Boron zum Gruße, die Herrschaften. Was hat dieser Auflauf zu bedeuten? Unsere gute Morlinde habt ihr tatsächlich zu uns zurückgefunden. Wir waren schon in Sorge um euch. Ich habe einen Rettungstrupp zusammengestellt und wollte gerade nach euch suchen. Bitte, Schäffler, ihr wart doch sonst nie besorgt um jemanden. Seid ihr auf eure alten Tage nun doch noch milde geworden? Oder durchkreuze ich wieder einmal eine eurer durchschaubaren Machenschaften? Euer Humor ist göttlich. Wie kommt ihr nur auf so finstere Gedanken? Ich... Guter Büttel, ihr seid so erschreckend leicht durchschaubar für jeden, der etwas Verstand beisammen hat. Wir werden später noch darüber sprechen. Jetzt geht wieder eurem Tagewerk nach. Das gilt auch für euch, werte Moorbrücker. Hm. Ihr habt unsere Geweihte gehört. Der Rettungstrupp ist nicht mehr vonnöten. Also treut euch! Einen Augenblick. Stimmt es, dass ihr hinter der Entführung Morlinde steckt und ferner mitverantwortlich für die... Was sagt ihr da? Ihr wurdet von zwei Männern beobachtet, wie ihr euch ohne Begleitung auf direkten Weg zum Versteck des untoten Beschwörers gemacht habt. Mhm. Sterbt alle! Okay. Also, jetzt geht's hier doch nochmal zu Gange. Ich mach das schon. Hoffen wir mal, dass wir ihn erledigen, bevor er irgendwen umlegt. Ja! So. Bei Angroschbart! Und die Spülmaschine ist fertig. So, hast du es immer noch nicht gelernt? Du sollst da stehen bleiben. Verflucht, deshalb ist der Büttel immer häufiger allein in den Sumpf gegangen. Wer hätte ahnen können, dass er in solch finstere Dinge verwickelt war? Selbst ich bin überrascht. Das hätte ich nie von Borgomil erwartet. Wir schulden euch Dank, dass ihr seinen Verrat aufgedeckt habt. Traurig, dass alles so enden musste. Bitte besucht mich doch in meinem Tempel. So, dann sammeln wir ihn mal ein. 3 Dukaten, ein Holz für die Axt, das war's. So, kommen wir von... Hier ist der Weg. Hier geht's rüber. Konnte man das nicht einsammeln oder war ich das letzte Mal zu faul? Da haben mich Horden von Untoten davon abgehalten. Was war das nochmal für ein Problem? Wahrscheinlich einfach vergessen. Da, am Baum. So, und wieder zurück. Immerhin ist der Sumpf jetzt nicht mehr ganz so widerlich wie vorher. Keine Untoten mehr. Keine Viecher mehr. Momentan ist alles gereinigt. Nun wollen wir mal schauen, wer unser nächster Büttel wird. Auf jeden Fall sollte es jemand... Was kann die Brückenwacht für euch tun? So... Was kann die Brücke? Wir wollten einen Kumpel fragen, ob er ihm helfen will, Wache zu halten. Aber er ist doch ganz alleine glücklich. So. Was kann der Zauberer hat die Blitze verursacht. Wir stören ihn nicht weiter, es hilft sowieso nichts. Er quatscht ja eh immer das Gleiche. So, im Boron-Tempel haben wir noch die Aufgabe fertig. Ich speichere nochmal, weil ich möchte ja gerne meine Sachen noch verkaufen. Notfalls muss ich das halt in der Stadt machen.
Gehen wir einfach mal hoch zu ihr und gucken, was sie uns so zu sagen hat. Bohren zum. Ich sorge mich um etwas um die Nachfolge unseres Büttels. Wirklich bedauerlich, dass ihr nicht aus Moorbrück stammt. Sonst würde ich euch beim Grafen für das Amt vorschlagen. Empfangt diesen Rabenschnabel als bescheidenes Zeichen der Anerkennung für meine Befreiung. Vergebt mir, dass ich euch erneut behellige. Bevor ihr Moorbrück verlasst, könnt ihr mir noch einen weiteren Gefallen tun. Natürlich nur, wenn ihr einverstanden seid. Was geht es denn? Es geht um die Verheerungen, die die Untoten in jüngster Zeit angerichtet haben. Dieser Nekromant hat viele böse Kräfte freigesetzt und viele der Grabstätten sind nun davon berührt. Es bedürft jemanden, der diese Orte mit Hilfe von geweihtem Wasser reinigt, auf dass die Untoten ihre Ruhe wiederfinden mögen. Wie geht diese Reinigung? Es gibt Altarnischen. Diese müssen mit dem Weihwasser benetzt werden, um Borons Segen zurückzuerhalten. Bevor dies geschehen kann, werden sich jedoch die bösen Mächte in den dort Beerdigten manifestieren, um euch an der Reinigung zu hindern. Macht euch auf weitere Kämpfe mit Untoten gefasst. Ich habe verstanden, erst die vom Dunkelheit besessenen Toten bezwingen und dann die Macht des Bösen über den Altar mit Hilfe von Borons Segen brechen. Genau, so ist das. Ich habe euch die Lage der Grüfte markiert. Wir brauchen nur noch das Weihwasser. Hier zwei Fiolen. Worüber möchtet ihr sprechen? Genau, Bredo wartet unten. Er wurde als Bote damit betraut, euch ein Paket mit von euch benötigten Utensilien zu überbringen. Der Büttel hielt ihn für einen Untoten und wollte ihn sogleich als untote Bestie hinrichten. Da er diesem Schicksal nur mit knapper Not entronnen ist, traut er sich nicht ins Dorf. Er hat bat mich, euch auszurichten, dass ihr ausnahmsweise so gut sein möget, euch das Paket bei ihm abzuholen. Worüber möchtet ihr sprechen? So, das mit dem Reinigen haben wir schon verstanden. So, was kann sie uns beibringen? Okay. Folgt mir. So, die Sachen könnten erlernt werden. Amazone voraus. Ein Zwerg, ein Wort. Gute Entscheidung. Sie kann die alle und sie kann die alle, also müssen wir die eigentlich nicht lernen. Oh, wir haben schon 98 Dukaten, boah. Oh Gott, seht ihr die ganzen Fragezeichen auf der Map? Yay! 10.000 Aufgaben wieder bekommen. Okay, wir können sie dann auch noch nach Sachen fragen, ob sie uns etwas verkaufen möchte. Ist es das alles rot, weil ich voll bin oder was? Sieht so aus. Handel abschließen. Okay. Wir gehen jetzt mal unten zu dem und verkaufen die ganzen Sachen. Ja, und ich muss den Chris mal wecken. Das heißt also, hier werde ich jetzt die Aufnahme beenden. Und in der nächsten Aufnahme werden wir dann ein frisches Inventar haben und die Grüfte abklappern. So, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und ja, nach der langen Pause geht es endlich weiter mit Drakensang. Zwei RPGs gleichzeitig laufen zu lassen, war irgendwie doof. So, jetzt wird erstmal Drakensang abgeschlossen. Und danach geht es weiter mit Might & Magic 8 dann. So, tschüss!